Hallo Kore, heute zum Thema Projektmanagement. Du bist ja ein erfahrener Projektmanager, hast ja schon zig Projekte durchgezogen. Erzähl mal, warum Projektmanagement wichtig ist. Projektmanagement ist deswegen so wichtig, weil es hilft, ungemein einen Plan sich zu setzen für das, was man dann erreichen will. Und es gibt Orientierung für alle Beteiligten, wo man dann letztendlich hin will und in welcher Zeit. Worauf man sich dann auch einstellen muss, ist, es nie kommt so, wie man es geplant hat, aber dass Anpassungen letztendlich immer gegenüber einer erstmalig geplanten Vorgehensweise viel leichter weiter nachzuverfolgen sind, als wenn es überhaupt keinen Plan gibt. Das heißt, bei uns gibt es immer einen Projektmanagementplan, es gibt immer eine Abweichungsanalyse und es gibt immer einen Abweichungsmaßnahmenplan, mit dem ich wieder versuche, auf den ursprünglichen Projektplan zurückzukommen oder ich passe meinen Projektplan an. Ja, und ganz wichtig, das sind dann Pläne und Maßnahmen, die wir gemeinsam mit den Kunden beziehungsweise auch mit den Mitarbeitern des Kundens dann abstimmen, sodass es ein gemeinsames Commitment und gemeinsames Verständnis gibt, was wir gemeinsam zu erreichen haben. Wir beide haben uns gestern über ein spezielles Projekt unterhalten, was momentan bei uns läuft. Und da hast du berichtet darüber, was ist die besondere Herausforderung in der Moderation der Projektbeteiligten. Würdest du das nochmal für mich wiederholen? Ja, tue ich gerne. Also in der Projektorganisation und in Methodik, das ist gar nicht das Thema, sondern das größte Thema und größte Herausforderung ist die Bereitschaft von jedem Einzelnen, die volle Verantwortung für das eigene Tun zu übernehmen. Und in dem konkreten Fall ist mit Ausnahme von einer Person keine andere bereit, eben dieses dann zu machen. Und das ist die größte Herausforderung miteinander, und auch, ja, auch um die Erfolge dann auch zu erreichen. Wie kriegst du das dann als Projektmanager hin, hier trotzdem die Ziele zu erreichen? Ja, das läuft dann auf ein individuelles Coaching, Betreuen, Antreiben von jedem Verantwortlichen. Letztendlich und den Einzelnen dann zu bestärken, zunächst mal seine eigenen Aufgaben ordentlich zu erledigen und fristgerecht und ebenfalls Themen offen zur Sprache zu bringen. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Dankeschön.